Willkommen zurück. Wir haben gerade die Maske erledigt. Wir haben die Sichter-Triangel bekommen. Und ich bin ins Möwendorf. Spielen wir mal wieder in der Mambus Mambo. Denn von da aus kommen wir dann am schnellsten dahin. Ich denke, ich habe jetzt nämlich noch schön Zeit übrig, um bis zur nächsten Festung zu gehen. Weil ich glaube, die werde ich dann auf die nächste Aufnahme-Session verschieben. Jetzt nehme ich hier nicht wieder Maskentempel und da habe ich dann keinen Bock drauf, das beides am selben Tag zu machen. Da ich ja genug Videos und Reserve habe, ist das kein Problem. So, also ich will eigentlich nicht im Möwendorf. Vorher müssen wir was anderes machen. Was nennt sich das? Der Schilderwald. Also ich nenne es so, ich habe keine Ahnung, ob das Ding wirklich so heißt. Das muss ich mal auf der Karte nachgucken. Also ich habe Rira lange nicht mehr besucht. Was hat er mir denn zu sagen? Tut, ja, hier Ulrira, interessierst du dich neuerdings für Musik? Dann solltest du den Frosch Ward im Schilderwald besuchen. Für viel Geld bringt er dir vielleicht einen neuen Song bei. Tschüss! Leg du. So. Wir wollen hier rüsteln. Verdammt, jetzt habe ich gerade das Glas gemäht. Reicht. Halt, ich muss ja das Schild lesen. Hier entlang. Ja, das ist jetzt so ein kleines Labyrinth mit Schildern. Also so eine kleine Zinderkündbarer hier entlang. So, das soll das nächste sein. Und dann... Das heißt, das Schild ist dran. Nach links. Ja, auf die Sache kann man erst mit dem Enterhaken machen und dann kommt man hier drüber. Ganz nach oben. Das heißt, ich muss zurück. Hey! Und von diesem Schild aus ganz nach oben. Oh, ein Gitarrenhorn. Das heißt, das ist dieses Schild. Nein, verdammt, ich hab's doch mal gelesen. Also von vorne. Ja, nach unten, das wussten wir. Ja, wenn man sich hier einmal vertut, dann darf man von vorne anfangen. Na, so mal die Schilder in der richtigen Reihenfolge lesen. Gut, hier entlang. Und hier entlang. Und jetzt kommen wir auch noch dort entlang. Da ist wieder diese kleine Spinne oder Krabbe oder was auch immer du eigentlich bist. So, die vertue ich mich aber nicht. Hier entlang, also hier. Dieses Schild ist gemeint. Hier ist ein Schild, der uns nicht. Das muss gemeint sein. Das heißt wohl das hier. Oben. Nach links. Das ist gut jetzt hier. Das andere ist gleich um die Ecke. Rechts. Dieses Schild. Oh nein! Das da war gemeint. Ich jetzt aber auch ein bisschen fies. So, weiter geht's. Oder eher, es geht vorne los. Tja, was könnte ich erzählen, während ich hier die Schilder angucke? Und gerade nerven sie mich ein bisschen, die Schilder. Fällt irgendwie auch gerade kein passendes Thema ein. Tut mir leid. Ich denke nur, eine den blöden Waldkarte kommen. Kostet doch alles Zeit, die haben wir doch nicht. Naja, bestimmte Zeiten muss ich nehmen, bestimmt. Aber ich muss wohl nicht Zeit nehmen, um hier alles ordentlich durchzugehen. Und dann. Hier entlang. Das da ist gemeint. So, das heißt da oben. Richtig. Und hier. So, jetzt wird das richtige Feld gelesen. Und dann. Jetzt ist das, wo der Steinfunder dran ist, dran. Hier entlang. Das heißt, Hilfe. Das Schild ist gemeint.
Toll, du hast es geschafft. Jetzt musst du nur noch nach rechts. Nachdem ich zweimal neu anfangen musste. Oh, hallo Wart, wir sind ja gar nicht in Super Mario Bros. 2. Wo du auch ein Traumwesen bist, das passt wohl. Frag, ich bin Wart, der Musikfrosch, aber das weißt du ja. Willst du unsere neueste Komposition hören? Es kostet dich nur lächerliche 300 Rubine. Was ist, Alter? So alt halte ich mich nicht. Aber gut, ich habe genug Rubine. Genug, um einen Bogen zu kaufen. Gut, wir hören ihn jetzt mal zu. Danke, vielen Dank, Quark. Und ich habe einen neuen Song. Jetzt kennst du also den Krötenrap. Jeder, der ihn hört, wird sofort munter. Selbst leblose Gegenstände. Spielst du diese Melodie, wird sich manches in deiner Umgebung etwas lebendiger fühlen. Also ich finde, sie haben ziemlich gegrölt. Jetzt muss ich hier die Ohren zuhalten. Das tut ja weh. Oh, schön ins Möwendorf. Ich habe so viel Zeit im Schilderwald vergeudet. Nicht, dass ich noch mal 15 Minuten voll kriege mit dem, was ich noch vorhabe. Fix, fix. Doch, das, was jetzt zu tun ist, kommt mir auch nicht so ohne weiteres. Schieb. Ja, sowas, da ist ja ein Eingang. Und ein Skelett. Und. Die Krötenklappe wird gebraucht. Puh, creepy Musik. Da taucht die Seele wieder auf. Sieht aus wie ein Mini-Moldorm. Bewegt sich auf wie ein Mini-Moldorm. Und ein Gockel. Wow, der Gockel lebt ja wieder. Und jetzt scheint er auch zu sein. So, und jetzt zeige ich euch gleich mal was Cooles, was man mit dem machen kann. Bumerang werfen. Ha, ein Bumerang-Schild. Ja, der Gockel, mit dem kann man fliegen. Und mit dem Gockel müssen wir jetzt in die Berge. Marine ist immer noch nicht da. Du fragst mich, seit wann wir auf dieser Insel leben? Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich glaube, das passiert erst, nachdem man das mit dem Schrein gesehen hat. Ich guck mal kurz, ob Tarin da ist. Nein. Also Marine müsste langsam aus dem Zoodorf zurückkommen. So. Schnell zum Teleporter. Für diesen Part. Ich glaube, ich würde übel dann noch einen neuen Part anfangen. Das schaffe ich so schnell einfach nicht. Ich möchte halt, dass die Parts dann einheitlich bleiben. Das ist blöd, wenn man einen Part ganz halt 14 Minuten Parts hat und dann 40 Minuten einen 5 Minuten Part. Ach, manchmal geht's aber nicht anders, oder? Ich will nicht immer wissen, wie gut man vorankommt. Zum Beispiel war das jetzt dämlich mit dem Schilderwald. Ach, der Uhu ist wieder da. Uhu, langsam wird es ernst. Du musst nur noch zwei Aufgaben bestehen. Die erste wartet im Osten der Berge. Die zweite im Westen. Nun geh schon, der Windfisch wacht bald auf. Jo, ich mach da. So. Zuerst müssen wir überhaupt auf die Berge draufkratzeln. Wie oft sind wir jetzt schon in dieser Höhle? Zuerst mal waren wir hier bei der Höhle, das soll doch mal eingreifen. Das Herzchen habe ich mir schon geholt. Das Teil der macht es mir jetzt egal, ich gehe ja eh gleich raus. Okay. Jetzt müssen wir. Wo müssen wir nochmal hin? Ich muss in die Höhle, das weiß ich. Ich guck gerade, was sie da oben war. Ich glaube, sie war ein bisschen weiter weg. Ah nein, da ist die Höhle. Aber erstmal gehen wir dem Hühnerflieger einen Besuch abstatten. Hey Mann, dein Gockel fliegt ja tatsächlich. Ist ja ein Ding. Dann solltest du dich mal an ihn dranhängen.
Ja, der verriet uns, dass wir mit dem Gockel fliegen können. Hier. In diese Höhle geht's. Irgendwie gegnerlos hier. So, schieben wir mal. So bringt das nichts. Ja, genau, hier kann man nichts machen mit Schieben. Aber fliegen. Ich will jetzt nicht aufheben, Gockel. Man kann einen ganz schön lang tragen, aber man kann halt immer nur pro Bildchen fliegen. Man muss ihn dann loslassen. Wir hätten mal bloß über diesen Abgrund kommen sollen. Man muss ganz schön Exploring betreiben, wenn man das mit dem Gockel nicht weiß. Der Windfisch, sag ich schon, ich meine, der hilft einem nicht gerade viel dabei. Der Adlerschlüssel, er gehört nun dir. So, kommst mit, Gockel. Ich hab gesagt, du kommst mit, Gockel. Ich will doch hier rausbringen. Gockel hat irgendwie so graues Gefieder. Das weiß wohl, er sollte wohl dunkel sein. Ich habe übrigens tatsächlich mal einen Huhn fliegen sehen. Sie können es also. Nicht besonders hoch, sieht auch ziemlich plump aus, aber sie können es. Bei uns in der Gegend sehe ich nämlich öfters mal Hühner. So, ich möchte hier eigentlich gerne runter. Hier lang? Soweit ich weiß, muss ich ja jetzt in den Osten und da ging es hier lang. Diese Höhle. Fahrt ist gleich vorbei. Ich glaube, dann werde ich einfach Fuß machen, nachdem ich aus der Höhle raus bin. Denn das reicht einfach nicht. So, wir betreten noch die nächste Höhle. So, die Fledermäuse mache ich nur euch zuliebe. Jetzt haben wir hier ein paar Rubine übrig. So, da der Hart jetzt gleich vorbei ist, möchte ich das Ganze beenden. Am nächsten Mal werde ich dann zur Adlerfestung gehen. Danke euch fürs Zusehen. Ich freue mich über Kommentare und ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann!